Hallo, wie geht's euch? Viele der Freelancer, Softwareentwickler, IT-Experten, mit denen ich in letzter Zeit arbeiten durfte, aber auch diejenigen, mit denen ich noch nicht arbeiten durfte, aber die ich immer wieder auch treffe, in diversen Forums, Masterminds, etc., pp-Gruppen, die sich weiterentwickeln möchten, die haben folgendes Problem. Also, ich mache hier mal so ein Whiteboard. Ne? Kann nicht geladen werden. Okay. Wir haben folgendes Problem. Und zwar, Sie haben für sich entschieden oder herausgefunden, ja, oder sich durch Weiterbildung herausgefunden, dass der einzigste Grund, ja, der einzigste Weg, Ihre Eigenleistung zu hebeln und dadurch eben mehr zu verdienen, also höheren Stundensatz, also Stundensätze anstelle von 60 Euro bis 85 Euro. Ja. Wollen Sie jetzt 120 bis 500 Euro, ja, als Programmierer verdienen die Stunde? Ja. Und haben herausgefunden, über Stundensätze wird es ziemlich schwierig werden. Über Tagessätze, ja, vielleicht schon besser, aber idealerweise mache ich das über Paketpreise. Ja. Und ich mache Folgendes mit meiner Dienstleistung, die eigentlich Zeit für Geld ist, vom Ursprung her. Ich produktiviere. Ich liebe dieses Wort. Aber es ist nicht ganz so einfach, da komme ich gleich noch drauf. Meine Dienstleistung, also eine produktivierte Dienstleistung. Ne? Also sowas wie diese ganzen Gruppencoachings und so weiter. Ne? Anstelle, dass ich irgendwo jetzt halt hinfahren muss und da sitzen 20 Leute im Raum, mache ich das Ganze über Zoom. Ja. Dann spare ich mir eben die Zeit und dort kann ich, ohne mir einen Raum mieten zu müssen, einen physischen Raum, der wieder Geld kostet, kann ich dort bis zu 100, 200 oder was weiß ich, wie viele Leute dort drin sitzen und kann mich eben entsprechend theoretisch beliebig hoch hebeln oder zumindest ziemlich viel. Okay, das ist sozusagen das Ziel, ja? Also das ist sozusagen das Ziel. Sorry, wenn ich hier etwas unbeholfen bin, aber es ist das erste Mal, dass ich dieses Whiteboard hier benutze. So. Achso, wir können jetzt hier auch einfach eine neue Seite machen, oder? Genau. Das Problem ist aber, jetzt geht dieser IT-Freelancer zu einem Coach oder zu einem Coaching-Programm. Und da gibt es ja einige, ne? Und dort lernt er jetzt, naja, bau hier aus deiner Dienstleistung ein Produkt. Ja. Und dann gibst du dem einen Preistag? Ja, sagen wir mal 5.000 Euro habe ich schon gesehen, ne? 5K. Dann versuchst du einfach das im Paket zu verkaufen, ne? Und du kannst dann sagen, naja, das hier ist ein Paket. Eine Einheit, ein Unit, also wie so eine Duplo oder wie so ein Stück, wie eine Konserve einfach, ne? Also wie so ein Produkt vom Fließband. Und je nachdem, wie der Auftrag ist, verkaufe ich dann einfach, sagen wir mal, 5K mal 5. Ne? Verkaufe ich das Produkt eben 5 Mal, dann habe ich 25K und dann, ja. Und ich brauche insgesamt, sagen wir mal, für 5K rechne ich dann intern für mich meinen Zeitaufwand, der ist 10 Stunden. Ja. Und schwuppdiwupp habe ich einen Stundensatz von 500 Euro. Ne? Und hier rechne ich dann quasi für mich intern 5 mal 10, einen Aufwand von 50 bis 60 Stunden, habe ich ungefähr 400, 500 Euro Stundensatz. Also so die Theorie. Ja. Soweit, so schön, so gut. Und jetzt kommt aber letztendlich die Praxis, ne? Weil ich muss ja letztendlich jetzt eine Firma finden, die mir das Ganze abkauft. Ja. Und da muss ich ganz ehrlich sagen,
99% der Coaches da draußen haben davon keine Ahnung. Warum? Weil sie ganz einfach noch nie produktivierte Software-Dienstleistungen im Markt platziert und verkauft haben. Sie selber haben es noch nie im Leben verkauft. Das sind vielleicht Coaches, die machen Facebook-Werbung, sind mit Facebook-Werbung, haben sich dort irgendwie Expertise gesucht mit UX, UI, mit Grafikdesign, mit was weiß ich allem. Aber sie selber sind keine Softwareentwickler und sie selber haben auch als Softwareentwickler noch nie, also ich habe persönlich noch keinen Coach, oder sag mal, ich kenne vielleicht zwei oder drei, die tatsächlich auch eine eigene IT-Firma hochgezogen haben, dann gecoacht haben. Aber von denen waren das in der Regel Infrastruktur-Spezialisten. Ja? Und Infrastruktur ist wieder was anderes wie Softwareentwicklung. Ja? Also ich kenne persönlich, also ich bin immer wieder am Suchen, ja, und ich habe noch keinen Coach gefunden, der selber Softwareentwickler mal war, der schon jahrelang Softwareentwickler Produkte produktiviert, auch verkauft und platziert hat, tatsächlich, ja, den Markt eigentlich kennt. Ich persönlich zum Beispiel, ich spreche pro Woche zwischen 20, je nach Woche, manchmal besser, manchmal mehr, ne? Pro Woche zwischen 20 und 30, manchmal sogar mit 40 verschiedenen IT-Leitern. Pro Woche. Und das jede Woche und das seit Jahren. Das heißt, ich kenne den Markt. Das heißt, ich weiß, wie die IT-Leiter ticken. Das heißt, ich weiß, was sie akzeptieren, was nicht, wie die Marktlage ist, ja, wie weit sie sich aktuell hochhandeln lassen, wie hoch ist aktuell der Schmerz vom Fachkräftemangel und so weiter und so weiter. Das Ganze ist ja dann nochmal zu unterteilen, ja. Branchentechnisch Unterschiede, Tech-Stack-Unterschiede, regionale Unterschiede. Ja? Also ein IT-Leiter, der in irgendeinem Industrieunternehmen in Hinterdupfingen arbeitet, der hat einen viel größeren Schmerz als wie ein IT-Leiter, der in einem Industrieunternehmen arbeitet, das 50 Kilometer outside von Munich ist, also im Speckgürtel von München, weil einfach da mehr Leute sind. Ein IT-Leiter, der eine Fachkraft sucht in Niedersachsen, hat so gut wie keine Chance, weil dort aktuell Volkswagen sämtliche IT-Fachkräfte im Umkreis von 500 Kilometern einfach abgrast und selbst wenn sie das Doppelte an Gehalt zahlen müssen. Ja? Und so weiter und so weiter und so weiter. Das heißt, du brauchst eine wirklich absolute Tiefenkenntnis des Marktes, um überhaupt eine Chance zu haben, ja, sowas wie Software entwickeln, produktiviert und im Paketpreis anbieten und auch dann wirklich verkaufen zu können. Ja? Und hierzu mache ich dir mal ein kurzes Beispiel. Nochmal. Also. So. Der Radiergummi, das ist wieder so halbscharig irgendwie. Also wie gesagt, ich habe mir gerade erst dieses Zoom-Tool hier gekauft. Kostet auch nicht viel, kann ich dir auch empfehlen. Ich glaube $13 im Monat oder sowas. Aber ja, Google finde ich fast besser, muss ich ehrlich gesagt sagen. Ja, also hier mal ganz kurz ein Insider-Tipp da. Ja. Du musst dir das so vorstellen. Du hast hier einen IT-Leiter. Ja. Und zwar einen IT-Leiter, der hat, sagen wir mal, die Aufsicht über über die Entwicklung von, sagen wir mal, 7 Standorten. Davon, also insgesamt 7 Produktionsstandorte, davon sind, sagen wir mal, 3 Entwicklerstandorte, ja, irgendwie so in der Größenordnung. Ja, also schon viele Dutzend Entwickler und IT-Leute, also schon etwas größer. Ne? Die Firma macht ungefähr, sagen wir mal, 500 Millionen. Ja. Kann auch 1 Milliarde sein, halt irgendwie, dass du halt verstehst, okay, das ist so die Größenordnung. Dann hat er hier quasi bei relativ viel Projekten und so weiter, manche sind sehr nah an den Maschinen dran, Projekte, das sind dann irgendwie so Native, keine Ahnung, C++ und was weiß ich alles und dann manche mehr so webbasiert und so weiter, egal. Aber wir fassen es einfach mal zusammen in den sogenannten Codefluss. Ja? Das ist sozusagen meine Erfindung, ja, dieses Wort gibt es, glaube ich, gar nicht. Und das hier ist sozusagen, so, das hier soll jetzt einen Fluss darstellen, ja. Und sind die vielen Projekte, wo Code produziert wird und so weiter. Ne? Das ist der Codefluss. Und das stellt jetzt die Gesamtheit aller Softwareprojekte oder generell IT-Projekte dar, die dieser IT-Leiter hier
ja, zu überwachen hat. Und hier braucht er immer wieder externe Leute, Dienstleister, sowas wie du, wahrscheinlich jetzt, der noch immer noch wahrscheinlich noch zuschaut, wie Freelancer und die sich halt hebeln wollen und was weiß ich alles, ja, okay. Und jetzt sagst du, und hier ist es halt so, dass hier auch immer Fluktuation stattfindet. Das heißt, hier sitzt halt irgendwie, hier sitzen ganz viele Entwickler, ne? Und ja, dann muss mal wieder einer, muss auch mal wieder gehen oder fällt raus oder so, dann muss wieder einer ersetzt werden, ja. In der Regel braucht man mehr, als man hat. Das heißt, es geht eigentlich eher in die Richtung, ja. Das ist dann zwar über Arbeitnehmerunterlassung, Arbeitnehmerüberlassung, ja. Es gibt die unterschiedlichsten Möglichkeiten hier. Aber was ja du willst ja hier ein Paket quasi Preis anbieten, dazu, also projektbasiert. Das heißt, du musst jetzt, also der IT-Leiter, versetz dich mal in die Lage des IT-Leiters. Ja, du musst also hier jetzt quasi so ein Stück Projekt einfach mal rausschneiden. Der Fluss hier ist ständig am Fließen, ja. Und dieses Projekt, dieses Stück hier, ja, du bist jetzt hier der Freelancer, ja, der 500 € Freelancer, ja. Und du willst jetzt hier dieses Projekt, du willst jetzt, dass diese IT-Leiter, ja, dir hier so ein Stück rausschneidet an Arbeit. Das halt dir als Paket in Auftrag gibt. Ja? Und du sagst dir jetzt halt hier, okay, das kostet mich 5 Einheiten. Und für eine Einheit ist es für 5K, das sind für mich intern 50, 60 Stunden, habe ich meinen 500 € Stundensatz, alles gut. Ja, verdiene mehr wie Thomas Gottschalk. Und dann gebe ich einfach, wenn ich damit fertig bin, ne, wenn ich damit fertig bin, grünes Licht, ne, dann gebe ich das wieder zurück. Der IT-Leiter baut dann das hier wieder ein, ne, und so ernährt sich der Fluss in der Theorie. Es gibt aber ganz bestimmte Voraussetzungen, die gegeben werden müssen, gegeben sein müssen, dass es überhaupt technisch möglich ist. Denn das hier ist ja ein Codefluss. Das heißt, hier passieren ständig, ja, Weiterentwicklungen. Und das Problem, und da gibt es einige Probleme, die gelöst werden müssen, damit das überhaupt funktioniert in der Realität. Ja. Die werde ich jetzt hier nicht alle so einfach freigeben auf YouTube, aber ich kann dir eins versprechen, wenn du dich da nicht wirklich auskennst, dann wirst du dein Ding einfach nicht verkauft bekommen. Ja, und schon gar nicht immer und immer wieder. Ja, weil die Probleme, die Herausforderungen sind nämlich ganz ähnlich in fast allen Firmen. Ja, also gibt es natürlich individuelle Herausforderungen und so weiter. Das ist aber dann eher eine Skillfrage. Aber rein von der Prozess, vom Ablauf her, ja, dass du letztendlich dir hier einfach so ein Stück Projekt rausschneidest und das dann bearbeitest und wieder zurückfließt. Die IT-Leiter, die solche Firmen und solche Projekte und solche Teams managen, ja, in der Größenordnung, die sind sehr, sehr erfahren. Ja, die haben schon sehr viel Erfahrungen sammeln dürfen in ihrem Leben. Die wissen ganz genau, wann funktioniert das, wann nicht. Funktioniert das in unserem Fall überhaupt oder für das eine oder andere Projekt macht es überhaupt Sinn, hier so ein Stück rauszuschneiden? Ja. Und so weiter und so fort. Und da geht es dann schon wirklich, wirklich, wirklich ins Detail. Und da hilft dir dann auch nicht irgendwie so ein Coaching, da wo irgendwie so an der Oberfläche da irgendwelche theoretischen Strategien halt irgendwie an die Wand gemalt werden. Und du darfst sie dann letztendlich umsetzen, obwohl du selber auch keine Ahnung hast vom Verkauf dieser sogenannten produktivierten Dienstleistungen. Ja? Und da geht es wirklich ins Eingemachte und it's not easy. Ja, also manchmal ist es sogar unmöglich, weil es einfach quasi von den Gegebenheiten her quasi technisch wäre es vielleicht möglich, aber es ist halt einfach Unsinn. Da sagt der IT-Leiter, nee, das ist eine Blackbox und das will ich nicht oder so. Ja? Und also wenn du da einfach Hilfe willst und sie einfach auch, sagen wir mal, von mir auch Hilfe suchen willst, auch operativ, aber auch beratend. Bei welchen Firmen, welche Grundvoraussetzungen gegeben sein müssen, damit du überhaupt fähig bist, sowas zu platzieren und zu verkaufen. Ja? Und wir sprechen insbesondere von den größeren Firmen, also 50 Millionen, 100 Millionen Euro Umsatz im Jahr Minimum aufwärts.
Alles andere macht keinen Sinn. Also die kleinen Firmen, das kannst du vergessen. Das ist nicht mein Spezialgebiet. Ja, das ist einfach, für mich ist es Krümelkacke und das brauche ich nicht. Also da wäre ich auch viel zu teuer von der Dienstleistung, die ich anbiete. Und dann schauen wir einfach mal in einem Call gemeinschaftlich hier unten, findest du irgendwie den Link, ob wir da vielleicht zusammenfinden. Also wie gesagt, wenn du Software-Entwickler bist, Freelancer auch gerne, vielleicht kann ich dir irgendwie weiterhelfen, sozusagen den Start-up ins Unternehmertum, dich dabei zu unterstützen, den eben erfolgreich zu vollziehen. Soll es gewesen sein für dieses Video. Ich hoffe, ihr konntet irgendwie ein paar Einblicke oder auch ein bisschen die Illusion nehmen, ja, von diesen vielen oberflächlichen Coaches zu 1000 Themen gleichzeitig, da wo vielleicht auch gute Sachen dabei sind, aber besonders beim Thema Softwareentwicklung, da weht häufig nochmal ein anderer Wind. Und wenn du einfach nicht wirklich ganz tief rein Kenntnisse wirklich hast vom Markt und wie die IT-Leiter ticken und wie letztendlich auch das Zusammenspiel ist, ja, zwischen externe und interne Softwareentwicklerteams und so weiter, welche Möglichkeiten es da gibt, gutes Geld zu verdienen, und welche eben nicht. Das heißt, wie gesagt, ich habe 20, 30, 40 IT-Leiter-Gespräche teilweise pro Woche. Ja. Und daraus resultiert das Know-how und nicht aus irgendwelchen Büchern oder aus irgendwelcher Theorie. Bis zum nächsten Mal, dein Thomas Klein. Wir sehen uns im Call. Bye bye.